Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video von Ghost Recon Wildlands. Und ja, da steht auch noch Open Beta, da das erst am 7. März rauskommt. Und ja, ich habe gerade eben noch ein bisschen Overwatch gezockt. Und da sieht man schon richtig gute Grafik schon mal. Richtig gute Landschaften. Hey guys. Und ja, ich habe mir das Video schon angeguckt. Das kann man skippen. Ist jetzt nicht so besonders spannend. Die sagen dann nur, wie aufwendig es war, das zu produzieren und alles. Und ja. Was gibt es da zu sagen? Ich habe es noch nie gespielt. Und vorbestellen und Spiel starten. Ah, da muss man wieder die Helligkeit einstellen. Stellen Sie den Regler so ein, dass der Ghost Shadow gerade noch so erscheint. Das wäre dann so. So wäre das. Skalierung von HUD und bla bla bla. Standardeinstellungen. Nein. Speichern und fortsetzen. Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident mit Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zum Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss a la Bosse. El Sueño. Geschlecht männlich. Genau, Kopf. Gesicht. Ich kann mir jeweils auswählen. Der. Keller. Morphy. Den möchte ich nehmen.
Der sieht verdammt gefährlich aus. Zurück. Augenfarbe. Das ist doch nicht hellbraun. Blau. Grau. Mal dem Grünen. So. Bärte. Rein. Kein Bart. Haar. Das passt zu dem richtig gut. Haarfarbe. Das wäre so ungefähr meine Haarfarbe, aber ich nehme das. Gesichtsdetails. Rasiermesser. Ja, nicht falsch. Augenfarbe. Augennarbe meine ich. Pflaster. Verbrennung. Rasiermesser. So. Nein. Aussehen. Kopf. Wir sind die Totkopf-Gang. Nein. Tattoo. Santa Maria. Habe ich noch nicht. Irgendwas mit Totenköpfen. Und sonst nehme ich einfach das. Tattoos am Linken. So, nee. My family. Hat was mit Totenkopf zu tun, also. Also erstmal das. T-Shirt, das und zwar in das. Ich würde schon das nehmen. So, dann wir das. Hose. Mal gucken, was. Ne. Nein, nein. Ja. Glaube eher, ich nehme ja, ich nehme das. Genau. Schuhe. Wanderstiefel, Kampfstiefel brauche ich. Und dann da. Da werde ich einfach mal das nehmen.
Komm, das brauchen wir eigentlich. Das passt aber richtig gut. Ich glaube, ich nehme. Ich nehme die Strickmütze. Und zwar so. Eigentlich brauchen wir gar nicht mal so viel. Also. Ich werde jetzt einfach das in Grau nehmen. Hände. Auch auf jeden Fall Handschuhe. Die und jetzt einfach besondere Outfits. Okay, das muss laden. Nein, ich werde es bei dem belassen. Nein, auch nicht. So. Ich speichere jetzt meinen Charakter. Ich werde Arcade nehmen. Nehme ich immer, weil ich erstmal halt alles erkunden möchte, bevor ich richtig reingehe. Und wie gesagt, dieses Spiel kommt eigentlich erst im 7. März raus. Ja, okay, ich glaube, ich werde das überspringen. So, weil da war jetzt nur blödes Rumgequatsche und möchte jetzt eh nur 20 Minuten Videos machen. Auch wenn ich gerade in einem Level bin, mache ich dann einfach einen zweiten Teil. Ich wollte gerade sagen, müssen wir einen Cut setzen, aber gut, ist das Ego-Shooter oder? Die Drohne ist oben. Also noch Infrarot, okay. Ich dachte eher, wir machen so ein Schneegebiet-Typen, aber jetzt auch egal. Okay. X. Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gerne mit Pakatan und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation, Omad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Beeilen wir uns damit, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Hua! Dann müssen wir mal erstmal reden, oder? Können wir auch ein Auto nehmen? Pickup. Ja, perfekt. Anschnallen, Leute. Kommt! Die Grafik ist so ähnlich wie bei Uncharted, wenn nicht dann noch ein bisschen besser. Oh, die haben sogar Musik verwendet. Oh. Könnte sein, dass es auch verboten wird. Feuer! Alles klar. Und das
Gendal! Haltet die Knarren unten, wir wollen sie nicht erschrecken. Was ist sie? Was? Keine Sorge. Wir sind liebe Personen. Person? Okay. So, ich werde jetzt einfach nur Passagier sein. Genau, und dann fährt einfach ein anderer. Alles geht nicht, ne? Ich habe sogar Schalldämpfer dran. Benutzen. Okay, aber... Leiche, Laufenheim, freier Wild, so, und Gesundheit. Da müssen wir Radio Santa Blanca con DJ Perico. Gibt es da noch was? Bestimmt gibt es da irgendwas Zeit oder so. So. Hier ist DJ Perico und legt euch die Hits auf. Wisst ihr, wie bei unserem Ruf als böse Wichte, muss man meinen, dass mehr Kartellmitglieder schwarz tragen. Aber ob du rausgepusst bist wie ein Ranchero Chingon oder das weiße T-Shirt und die gebügelte Jeans mit allen Chicanen trägst, gewöhnlich zu etwas mit Braun und Beige an. Es wäre schon leichter für mich morgens, wenn wir Gangfarben hätten. So. Ich steige aus dem Bett, sehe in den Schrank und weiß nie, ob das Zeug zusammenpasst. Netter Bro. Kann man zwei verschiedene Browns tragen? Oder sieht man damit dämlich aus? Ruf bei DJ Perico an, gebt ihm eure Modetipps. Wir sind fast wieder drauf. So, wir sind wieder auf der Strecke. Ich dachte, da wäre ein bisschen was. Bereit, Feuer frei. Verstanden. Einfach abpassen. Also, wir nehmen natürlich den schweren Weg, was denn noch sonst. Man muss hier echt auf andere Sachen achten. Finde ich echt gut gemacht. So, wir sind 1,5 Kilometer da. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Oh. Ich muss da noch ein bisschen... Wollen wir es einfach schaffen? Trotz ein bisschen höherer Geschwindigkeit niemanden zu treffen. Ja, wir sind gleich da. Hallo, Schatz. So. Dann muss noch hier lang. Und dann da. Passt schon. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus Aufenthaltsort. Feuer! Ups. Eröffne Feuer. Volltreffer. Ist er tot? Gut gemacht. Die Mac. Ist die gut? Jo. Ich hab noch Schalldämpfer drin, deswegen. Und das sollte es runtergefallen, na toll. Okay, bla bla bla. Okay, also Drohne. In ein paar Sekunden sind die bei uns, was machen wir? Ich hab hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Da ist ich sehe noch einen Tango. Roger, ich gehe in Position. Okay. Bereit für den Angriff. Oh, shit. Ich muss wieder einsteigen. Nein, ich muss nicht Passagier sein. Ich muss Fahrer sein.
so? Nee, das funktioniert nicht mehr mit dem Pickup. Na verdammt. Können wir jetzt trotzdem noch da hoch? Hallo? Hä? Hilfe? Das klappt halt echt nicht. Klappt halt echt nicht mehr. Aber Moment. Das war's mit ihm. So, was hast du? Ist da Schalldämpfer drin? Die haben alle Schalldämpfer. Ja. Das ist sehr gut. But unser Auto ist kaputt. Und wir können nicht... Wie sind die da hochgekommen? Verdammt. Kann man jemand anderes fahren? Verdammt. Ich glaube, wir sehen uns nach einem kleinen Cut, wenn ich es wieder geschafft habe. Gegner getroffen. Tschüss. Meine Seite ist sauber. Okay, da sind wir wieder. Wir haben zwar das Auto verloren und müssen noch über 300 Meter gehen, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich meine, 300 Meter, das ist gar nichts. Ja, meine Männer folgen mir. Hoffentlich. Ja. Gut, ich werde wieder wechseln. Ah, ich habe verschiedene Waffen. Und die? Die? Schon wieder die? Und die? Ich glaube aber, ich werde jetzt erstmal die nehmen. Und ja. Was? Maschinenschutz markieren. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Okay. Da sind ein paar Leute tot. Und wir gehen aber trotzdem noch weiter. Wir schaffen das. Es sind nur wenige hundert Meter. Hinlegen. Welchen? Wir haben jemanden wachgerüttelt. Aber wo? Ich werde noch mal kurz einen Cut setzen. Tschüss. So, da sind wir wieder. Ich habe kurz eine Nachricht bekommen, deswegen. Und... ja. Reifen stand da gerade? Was denn? Kein Laut. Yo no he hecho nada! Suéltame, güey! Ah. Oh. Guck mal kurz, wie viele Leute da noch sind. Cool. Da möchte ich kurz hin. Setze Drohne ein. Ah, das ist die Drohne. Ich war gerade noch. Complete failed. Hab getroffen. Moment. Ah. Okay, es geht also auch. Ja.
Wir sind gleich da. Ja, da sind sie. Ich werde mal diese Waffe wieder einsetzen. Die wissen von uns. Ist mir egal. Oh, da ist kein Schalldämpfer. Ey, von da kann ich die nicht treffen. Na, ich muss... Feuer frei, Feuer! Ich muss wieder hin. Verdammt. Okay, Stufe 2. Verdammt. Das ist schon schwer. Ich habe ihn einmal getroffen und er ist tot. Tango getroffen. Ich gucke mal, ob da noch mehr sind. Und wenn ja, wo? Ich glaube, da kommen... Nee. Wie ich weiß, sind alle tot. Okay, dann kann ich ja wieder zurück. Außer da ist noch einer. Naja. Ich weiß ja nicht. Jo? Ich hätte auch gerne Sniper. Okay. Ah, wie cool. Jetzt ohne Schalldämpfer, jetzt mit. Also. Nein. So. Dann wieder, dann mal hier rein. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Atoll gefahren. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Eine richtige Botschaft für uns. Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Er hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht. Okay, ich habe neue Fähigkeiten. Das mache ich. Okay, ich habe jetzt eine Fähigkeit gekauft. Da kann ich noch nicht, da auch nicht. Okay. Vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Ich werde jetzt mal ein Meteorort nehmen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Oh, wir sind schon wieder bei 32 Minuten. Ups. Okay, ich wollte eigentlich nur 20 Minuten machen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.